Im Rückspiel der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation muss Leipzig nach Rumänien zu CSU Craiova. Unser Live-Ticker informiert euch über das Spielgeschehen und alle relevanten Informationen im Vorfeld. Dieser Artikel wird tagsüber regelmäßig aktualisiert. Ab 18.30 Uhr wird das Spiel zwischen dem CSU Craiova und RB Leipzig live getickert. CSU Craiova gegen RB Leipzig heute im Live-Ticker 16.00 Uhr. Auf lautstarke Unterstützung dürfen sich die Leipzig-Spieler heute allerdings nicht verlassen. Lediglich 7 RB-Fans sind mit nach Rumänien gereist, neuer Negativrekord. 15.10 Uhr in Rumänien läuft die Liga bereits. Dort steht Craiova nach 4 Spieltagen auf dem 8. Platz bei 14 Mannschaften, 14.40 Uhr. Die Ausgangslage für Leipzig ist gut. Im Hinspiel dominierten die Bullen nach Belieben und siegten mit 3:1. In Craiova dürfte Leipzig nun sogar mit einem Tor verlieren. RB Leipzig bei CSU Craiova nicht im TV oder Livestream. Das Spiel von RB Leipzig bei CSU Craiova wird nach aktuellem Stand in Deutschland weder im Fernsehen noch im Livestream übertragen. Ralf Rangnick vor dem Duell von Leipzig gegen Craiova. Vor dem Spiel hat sich Leipzigs Trainer Ralf Rangnick auf der Pressekonferenz geäußert. Zum Gegner: Wir haben das klare Ziel, in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Dafür wollen wir in Rumänien den nächsten Schritt machen. Und wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir dort auch gewinnen sollten. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Partie seriös angehen. Uns erwartet eine neue, hochmoderne Arena mit 30.000 Plätzen. Wir stellen uns darauf ein, dass es laut und voll wird. Aber das ist für uns keine Neuheit. Zum Kader: Die Reise nach Rumänien treten wir mit 14 Feldspielern und 2 Keepern an. Timo Werner hatte leichte muskuläre Probleme und bleibt deshalb zu Hause. Für das Pokalspiel am Sonntag in Köln ist er aber vorgesehen. Wir wollen versuchen, dass wir sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag mit ausgeruhten Mannschaften auflaufen können. Zur Startelf: Ich kann jetzt schon verraten, dass Emil Forsberg, Josef Paulsen und Marcel Sabitzer am Donnerstag in der Startelf stehen werden. Im Hinspiel haben sie für deutliche Impulse gesorgt, als sie von der Bank kamen. Wann und wo spielt RB Leipzig gegen CSU Craiova? Um 18.30 Uhr ist am heutigen Donnerstag zwischen CSU Craiova und RB Leipzig an Pfiff im Stadion Ion Opimenko der Heimspielstätte von CSU. 30.983 Zuschauer passen in das Stadion rein. RB Leipzig: Die bisherigen L-Qualifikationsspiele in dieser Saison. Datum: Gegnerergebnis 26. Juli: BK Hecken, H, 4:02, August: BK Hecken, A, 1:19, August: Xo Craiova, H, 3:1.